Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung durch den Taschengelddieb entstanden. Nutzt doch gerne den Link in unserer Videobeschreibung und schaut bei deren Shop vorbei. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind heute mal wieder zu zweit am Start. Ihr habt bestimmt Christian schon vermisst. Ja. Ja, es gab viel Urlaub und andere Sachen, die halt noch eine Rolle gespielt haben, dass wir uns nicht sehen konnten. Aber jetzt heißt es Angriff wieder. Genau, ja. Wir wollen nochmal einen Ausblick geben. Das haben wir vor knapp einem Jahr schon mal getan. Wo wir hinwollen und was wir alles machen wollten. Davon haben wir einiges nicht so wirklich umsetzen können oder wollen, eigentlich eher wollen. Ja. Haben einige Sachen gemacht, haben da gemerkt, dass wir da an einem Punkt gekommen sind, dass wir das erst pausieren wollen und wollen eine Sache, was heißt eine Sache, nicht nur eine Sache, sondern eine Serie von Sachen ankündigen, die neues wir vorhaben, ja. Ein neues Projekt und wollen euch damit erfreuen. Genau. Fangen wir an, am besten erstmal mit unserer Kampagne. Genau. Die wir jetzt hier mit diesem Video erstmal pausieren. Genau. Also die ist nicht beendet. Wir haben gemerkt, dass das Kampagnensystem, was wir geschrieben haben, etwas zu detailliert ist. Das heißt, wir verlieren uns etwas in klein, wie ein Kollege von mir mal sagt. Ja, wir verwalten uns ein bisschen tot und man merkt, dadurch, dass wir einige Regeln auch gebaut haben, dass wir immer wieder die Truppen auffüllen können, hat man gar keinen Landgewinn so gesehen genau. Auf den Karten. Und zudem haben wir auch gemerkt, dass eine Karte mit fast 20 Feldern zu groß für so eine Kampagne einfach ist. Too much ist, ja. Genau, das wollen wir noch so ein bisschen kleines bisschen überdenken, ein kleines bisschen anpassen. Ein paar Regeln haben wir auch gemerkt, sind voller Humbug, den wir uns ausgedacht haben. Manchmal kommt man da ja auch hin. Genau. Mhm. Und deswegen wollen wir die Pazifik-Kampagne hier pausieren. Ja. Die ist nicht abgehandelt, sondern ganz Richtig. Im Gegenteil. Wir werden die auch nochmal neu starten in einem etwas anderen Format dann. Mhm. Das wird kommen nach der neuen Sache, die wir vorhaben. Und ja, würde sagen, hat uns aber auf alle Fälle ganz viel Spaß gemacht. Ja. Eine Menge. Und wir werden daran wieder anknüpfen und entsprechend ja, uns ein wenig mehr in eine andere Schiene jetzt verabschieden. Was heißt eine andere Schiene verabschieden? Richtig, dann kann ich das ja jetzt hier umdrehen. Genau. Wir machen erstmal damit weiter, das, was wir eigentlich geplant hatten. Wir hatten ja ein Thema. Genau, eigentlich geplant, eine Stalingrad-Kampagne zu machen. Richtig. Genau, aber aus einem wohlbekannten Grund wollen wir das im Moment nicht umsetzen. Ja, haben wir dann nicht so gefühlt. Genau. Obwohl es, sage ich mal, nicht zwingend jetzt einhergeht, das aktuelle Thema, aber wir haben es einfach für uns jetzt nicht so gefühlt, genau. Richtung Stalingrad jetzt halt irgendwas euch zu zeigen und das auch vielleicht in einer Kampagne, das war einfach nicht, nee. Haben wir nicht gefühlt und deshalb sind wir davon ganz schnell weg und nicht komplett weg, nicht sondern komplett schieben weg, sie wir schieben auf unbestimmte Zeit nach genau, hinten. Ja. Das heißt, es wird definitiv kommen, weil das ist ja so ein bisschen mehr mit Stadtkampf und so. Das möchten wir natürlich auch noch machen. Ich habe sogar schon angefangen, eine Platte zu bauen. Wir haben Gebäude schon dafür. Also das wird auf alle Fälle noch kommen. Ja. Nur werden wir jetzt erst halt etwas anderes behandeln. Ein relativ aktuelles Thema. Richtig. Und dazu kommen wir jetzt. Genau. Das heißt, wir blenden jetzt das nächste Buch ein. Genau, wir werden uns erst in die Wüste begeben. Natürlich auch aktuell, weil die neue Starterbox von Warlord rausgekommen ist. Richtig. Und ich kann die ja dann zaubern. Ganz so schwer sind nicht natürlich. Genau. Ja, wir haben da ein bisschen Support bekommen vom Taschengelddieb. Genau, der hat uns die freundlicherweise zur Verfügung gestellt, um für die Community ein paar Videos zu machen, wie wir einfach im Grunde genommen nicht
für die Community das machen, sondern es sind viele Fragen in den Kommentaren gewesen, ob wir nicht mal was für Anfänger machen können. Richtig, genau. Und genau das wollen wir jetzt machen. Das heißt, wir wollen mit dieser Box im Grunde genommen das aufgreifen, dass wir einfach mal eine kleine Serie für Anfänger machen. Das heißt, wir fangen mit dieser Box an, wir packen die aus, machen kein klassisches Unboxing, und Nein. das ist ja schon oft genug jetzt gewesen, Richtig. sondern werden uns die Box einmal mit euch zusammen angucken. Dann werden wir darüber sprechen, wie sinnvoll man die Armee, die hier drin ist, aufbauen kann. Und mit dieser Armee, nein, mit den beiden Armeen, es sind ja zwei relativ gleichwertige Armeen zum Glück, werden wir versuchen, das Spiel zu lernen, das Malen zu lernen, das Bauen zu lernen, an rund um ein Sorglospaket. Genau, das ist so das, was wir vorhaben. Und das soll in drei Staffeln passieren. Das heißt, in der ersten Staffel der Videos geht es wirklich nur um diese Box. In der zweiten Staffel wird es dann darum gehen, wie man diese Box sinnvoll erweitern kann und auch entsprechend ein bisschen vernünftiges Gelände dazu machen kann. Und in der dritten wollen wir dann Richtung der Kampagnen, die möglich sind, einmal gehen. Das heißt, dass auch Anfänger ein bisschen an die Kampagnenbücher herangeführt Richtig, werden. ja. Das ist ja halt immer unser Steckenpferd, die Genau. Kampagnenbücher. Und ja, mit diesem Projekt im Prinzip habt ihr dann einfach die Möglichkeit, mal von Anfang an durchzusteigen mit diesen Boxen, weil gerade auch zu Anfang das immer relativ schwierig ist bei der Infanterie, wie baue ich die, weil viele sind halt, sag ich mal, erschlagen von den ganzen Waffenoptionen, alles was es gibt. Und es sieht ja schön aus, wenn, keine Ahnung, 10 Mann eine MP haben und was weiß ich noch, aber Genau. sich vielleicht im Endeffekt dann als falsch herausstellt, wo dann der eine oder andere enttäuscht ist und da vielleicht auch schon ein Break macht und sagt, Scheiße, ich habe das hier komplett verhauen, ich habe die zu falsch zusammengebaut, ich kann die gar nicht so spielen. War bei meiner ersten Armee auch Ja, so. ist bei mir genauso, Ja, ne? ist so. Unzählige Deutsche gebaut mit Sturmgewehren und dann festgestellt, teuer und kann ich gar nicht aufstellen, ja. Genau. Und das sind dann halt solche Sachen, wo wir euch ein bisschen an die Hand nehmen und das dann peu à peu erweitern. Genau, richtig. Das ist das, was wir machen wollen. Und glaube, das macht uns auch auf alle Fälle Ja, ganz viel Spaß. genau. Genau. Ja, ansonsten wird es zwischendurch natürlich auch immer mal ein anderes Video geben. Jetzt nicht nur Kampagnen, beziehungsweise nicht hier. Nur jetzt Thema Afrika, Genau. sondern viele anderen, so wie ihr es jetzt halt auch schon von uns kennt. Es wird immer wieder Videos geben, wo wir euch nochmal speziell zu Regeln an die Hand nehmen, vielleicht einzelne Fraktionen wieder euch vorstellen. Natürlich unsere Schlachten, unsere Spiele auch unabhängig von den Afrika-Feldzug und ja, ich denke, da wird wieder eine Genau. Menge auf euch zukommen, ne? Ein paar Armeevorstellungen haben wir ja auch noch offen. Das Ja, heißt, die genau. restlichen Armeebücher müssen wir ja auch noch mal machen. Das ist ja auch noch was, was kommen Richtig. wird. Ja. Ja, und denke, das wird schon einiges Zeit fressen und ich glaube, da wird das Jahr schon fast um sein, bis wir Ja, das durchhaben. das Genau. ist klar, man nimmt sich halt immer viel vor und man weiß halt auch immer nicht, was in der Zukunft kommt. Und wir sind ja halt ein reiner Hobbykanal, wir verdienen ja auch überhaupt kein Geld und wollen das ja auch gar nicht. Und wir wollen euch wirklich halt, also das halt zurückgeben, was wir damals auch aus der Community halt bekommen haben. Genau. Support in irgendeiner Art und Weise. Und so läuft es halt auch weiter, ne? Jo. Genau. Ich weiß nicht, wenn es die Community damals nicht gegeben hätte. Ich meine, ich war immer nur stiller Teilhaber an der ganzen Ja. Community. Aber ich glaube, so tief wären wir, also ich persönlich glaube ich, nie eingestiegen. Nein, nicht so Da es in ist wirklich der richtig. Support, der durch die Community kommt, der hat Genau. mir die Freude Ja. an dem ganzen Spiel wirklich gebracht. Und ja, das ist. Das haben wir ja schon öfters gesagt, das ist das, was wir auch zurückgeben wollen. Genau. Und dann geht auch nochmal vielen Dank an euch raus, die fleißig auch bei uns auf den Kanal kommentieren und halt auch uns abonnieren und uns Und auch ganz sonst oft Anregungen dalassen, wie zum Beispiel richtig. auch jetzt so eine Beginner-Geschichte. Genau. Das ist natürlich klar. Wir leben davon, dass ihr uns mitteilt, wo ihr Bock drauf habt, damit Richtig. wir nicht irgendwelchen Content produzieren, der im Der, Grunde genommen ja, für ein für die Katze Popo ist, ist. richtig, ne? Also Genau. das bringt auch keinem was. Klar wollen wir natürlich auch das machen, was uns Spaß macht. Und ich denke, da werden wir eigentlich einen guten Mittelweg finden, ja, dass das für alle irgendwie sinnvoll erscheint, ne? Genau. Ja.
Ja, ich würde auch sagen, das war's jetzt erstmal, ne? Das war's erstmal. News von unserem Kanal. Und ja, Genau, dann und würde ich, ich sagen. ja, das erste Video, denke ich mal, kommt dann in der nächsten Woche Richtig. spätestens raus schon, Jo. wo wir entsprechend hier diese Box Beginnen. aufschnibbeln und mal gucken, was da drin ist Was da und drin ist. genau mal sagen, was wir vorhaben. Ja. Und ja, da würde ich sagen, Schaltet ein. schaut zu und bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.